Ich möchte das gar nicht spielen, ey. Ich ja! Ja, es kann wirklich noch alles umdrehen. Ah. Bra, keine Ahnung. Cock oder Ass? Ja! Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Kostas. Ich bin Mick. Ich bin Nico. Hi. Ich freue mich sehr auf dieses Video, denn eigentlich schon seit immer wollte ich gerne mal ein Boyfriend versus Best Friend. Versus Best Friend Video drehen und das machen wir heute. Ja, ihr kennt bestimmt das. Also ich habe Fragen vorbereitet und die beiden werden die über mich beantworten und dann gucken wir, wer mich besser kennt. Ich möchte das gar nicht spielen. Ich ja. Alright, ich habe mir gedacht, normalerweise gibt es ja am Ende bei solchen Spielen immer eine Bestrafung, aber darauf hat niemand Bock und das wird immer vergessen. Wir haben uns nie gemacht bei unserem Video, ne? Deswegen habe ich was Cooles vorbereitet. Nein. Und zwar gibt es für den Gewinner einen Preis. Ja, das was ist denn der Preis? Cool. Was ist denn der Anspruch? Der Preis ist wirklich was Cooles. Also du darfst nicht reingucken. Toll. Ja, es soll ja auch eine Überraschung sein. Also eine kleine Sache ist noch drin, aber das hier ist der Hauptpreis und das ist wirklich was Cooles. Okay. An den Sieger dieses Spiels. Aber ich werde verlieren, glaube ich. Gut, seid ihr ready? Also yes. Es geht natürlich um das Allerwichtigste, nämlich die Ehre, ne? Ja, also ich wollte mal sagen, falls ich verlieren soll, ich mich trotzdem lieb. Oh. Was? Ich hab nicht zugehört, was? Falls du verlieren solltest, liebst du mich trotzdem oder so? Nein. Wenn ich verlieren sollte, dann stelle ich unsere Beziehung in Frage und finde, dass ihr zu viel Zeit. Das finde ich aber auch dann legitim, to be honest. Gut, dann, dann freue ich mich. Freue ich mich auch. Let's go! What? Also ich habe mir das so gedacht, ich habe 5 Kategorien vorbereitet und zu jeder Kategorie gibt es so 3 bis 4 Fragen. Das ist nur irgendwas. Also Mick. Ich stelle die Fragen direkt nacheinander und ihr könnt die Fragen auch direkt nacheinander beantworten und dann gleichen wir das ab. Also wir machen nicht jede Frage einzeln, sondern die Fragen gehören eben zusammen. Okay. Verstehst du? Ja. Aber bitte nicht so, wenn du Geburtstag hast und so, weil ich bin so Daten echt schlecht. Das zeige ich auch gar nicht. Doch. Wann ich Geburtstag habe? Doch. The fuck? Ich kann mir Geburtstag nicht merken. Okay, ich würde sagen, also die Kategorien sind Basics, Schule, YouTube, Fun-Fragen und Entweder-Oder. Fun-Fragen ist aber nur für euch. Ich würde sagen... Wann hatten wir das letzte Mal? Das musst du doch wissen, wenn das fängt also ja dauernd auf. Nein, also wir fangen mit meinem Basics an, würde ich sagen. Okay. Ich bin so nervös, um den Einstieg zu machen und danach dürft ihr meinetwegen aussuchen, mit welchen Fragen es weitergeht. Ich bin aber so nervös, ohne Scheiß. Oh Mann, ist nicht schlimm. Ich bin nämlich nicht so wie du, dass wenn du eine Frage falsch beantwortest, ich dir das ewig vorhalte. Weißt du, was du meinst? Außer die erste Frage nämlich. Wann hast du Geburtstag? Nenne mein vollständiges Geburtsdatum. Auch mit dem Jahreszahl? Ja. Oh nein. Ich weiß übrigens, wann deiner ist, nämlich der 30. Ich weiß den Monat. 1999. Ich weiß den Monat. Also du weißt es ja wohl, ne? Ja, ich bin mit den Jahren, bin ich immer so dumm. Ich bin auch, muss auch gerade runterrechnen. Ich meine... Hä, warum mach ich denn? Kann ich 2 Guesses machen? Wie groß und wie schwer bin ich? Oh Gott, so viel Platz habe ich ja gar nicht. Bei einem ist es plus minus 2 Zentimeter und bei dem anderen plus minus 2 Kilo. 2 Kilo nur? Dann machen wir eben 5 Kilo. Danke. Was war mein erster Job? Wenn du das nicht weißt, ich wollte gerade sagen, das war in deinem Video. Ich bin so zwischen 2 Sachen. Das ist nicht so kompliziert. Wann hatte ich meine erste Freundin? In welchem Alter? Bra. Für einen Spielraum von Spitze. Monaten, Jahren, irgendwas? Ja, wir können maximal 1. Ein Jahr machen, okay. Weil sonst wird es ein bisschen weird. Ich hab's. Muss passen, keine Ahnung. Gut. Dann habe ich einen Umschlag vorbereitet, in dem die Antworten stehen, damit ich mir auch nichts noch schnell ausdenken kann, weil ich kann ja auch... So eco-friendly. Weil ich möchte, dass einer von euch mehr Punkte bekommt, dann in die Richtung schmieren. Aber das geht jetzt nicht mehr, weil ich schon vorher aufgeschrieben habe. Ich bin 1,80 groß. Oh. Ich habe 1,82. Ich habe auch 1,82. Gut, das zählt. Ich habe ja gesagt, plus minus 2 Zentimeter. Oh Gott. Ich wiege 72 Kilo. Das habe ich. Und ich habe 74. Guck, du hättest nicht mal den Spielraum von 5 gebraucht. Du hast es sogar richtig gesagt. Aber das war damals und du hast auch gegessen. Ich wusste ja nicht, wie weit du jetzt Gewicht zu oder Abnahme hattest. Mein Geburtsdatum ist der 8.7.1992. Ja! Scheiße, ich habe 17.7. Naja. Oh, ist ja komplett falsch. Nicht mal das Jahr. Ja! Sei mal froh, dass ich von dir jünger gemacht habe, ja? Der erste Job, den ich hatte, war Trainer. Hast du uns nicht lieber schätzen lassen vorher? Oh, stimmt! Das ist ja noch besser. Gut, dann sagt mir mal, was ihr gesagt habt, wann ich meine erste Freundin hatte. 16 bis 16? Keine. Ich habe 9 Jahre geschrieben. Trainer ist richtig, aber 9 ist ein bisschen früh. Hä, geht ja krass nicht? Auseinander, Alter. Er ist so 15, 16 und du so. War ich nicht 9? Oder so? Nein, wie war ich denn ernst? Ja, ich war 11. Aber das Ding ist, wir waren 6 Monate zusammen. Gut. Und deswegen würde ich sagen, das zählt schon als Beziehung, oder? Das ist ja nicht mehr nur. Jetzt, wir sind mal 2 Wochen. Ich finde aber immer so. Ja. Ich gesagt, aber so 2 Jahre ist schon rum oder ein Jahr? Ein Jahr. Ach man. Was hast du sogar gesagt? Ein Jahr nur. Ich finde aber immer so Kinderbeziehungen. Weiß ich nicht, aber okay. Wir waren ein halbes Jahr zusammen, das ist mehr als eine Kinderbeziehung. Ich hatte auch eine Freundin.
die ganze Grundschule über, aber wir haben uns nie gesehen. Wir haben rumgemacht. Das ist der Count now. Too much info? Es gab einen Moment. Es gab einen Moment. Nein, bitte, was kommt jetzt? Wo sie, wo wir in ihrem Zimmer waren und dann hat sie gesagt, willst du einfach mit Petting anfangen? Und genau in dem Moment ging die Tür auf und der Vater sagt, Schirina. Oh, das war so schrecklich. Das ist, was ist halt die Rolle. Ja. Ah. Wie viele Punkte habt ihr? 1-3. Ich koste das. Hast du auch 3 Punkte? Ich hab 4 Punkte. 4, das heißt, er liegt vorne. Mit welcher Kategorie wollt ihr weitermachen? Lass YouTube machen. Fun. YouTube. Wie viele Videos sind aktuell auf meinem Kanal plus minus 20 Videos? Nur 20. Geh bitte mal plus minus 100. 20 Videos? Ich weiß nicht mehr, wie viel ich hochgeladen habe. Ich auch nicht. Ich bin der Spielemacher und ihr verunsichert mich die ganze Zeit. Okay, guck, da machen wir plus minus 50. 50, aber nicht 100. 100 ist zu viel. Plus minus 50. Welches Video hat die meisten Views? Das müsstet ihr eigentlich wissen, weil ich darüber, glaube ich, schon 80 Mal geredet habe. Reicht ein Wort und du weißt, was ich meine? Ja, ja. Okay. Seit wann gibt es meinen Kanal? Bruh, keine Ahnung. Es reicht, also das Jahr gibt einen Punkt und wenn du den Monat auch noch weißt, gibt es noch einen zweiten Punkt dazu. Nenne 7 YouTuber, die ich abonniert habe. Ich kann einfach alle Mix 5 Kanäle aufziehen. Kann jetzt auch billig sein, aber ich probiere so ein paar. Ja, versuch mal so ein bisschen. Wow, das steht an mich hier. Ja, sonst kann ich ja auch einfach alle unsere Freunde einfach nur aufschreiben. Okay, nämlich an andere Kanäle. Gut, okay. Habt ihr? Ja. Dann kommt jetzt der Umschlag. War schon. Das ist so wichtig. Ja, wir haben ja so viele Kategorien, deswegen. Ja, ich nehme mal gleich meinen Grün, denn ich werde nur Häkchen machen. Oh, es fühlt sich so gut an, was aufzumachen. Videos, Nico. Wie viele Videos sind auf meinem YouTube-Kanal? Ich habe 230 geschätzt. Ich habe 290 geschätzt. Ist aber knapp. Was haben wir als Spielraum gemacht? 50. 50. Leider hast du damit Mick den Punkt gegeben, denn ich habe 309 Videos auf meinem Kanal. Aha. Und wäre es bei 20 geblieben. Ach nee, dann hätte er jetzt immer noch einen Punkt. Du hast nämlich 290 gesagt. Verdammt. Ja. Na gut, egal. Ich bin dein Kumpel und nicht dein Fan. So. Der Kumpel, dem ich immer erzähle, dass ich früher so einen Stress hatte mit den 2 Videos und jetzt. Oh mein Gott, wie viel hab ich denn auf meinem Kanal? I don't know, das ist mein Video. Du kannst ja auch so ein Video machen, wenn du das wissen willst. Also, welches Video hat die meisten Views auf meinem Kanal? Massage. Massage. Also Boyfriend umkriegen. Ja, das Bein, also das Beinmassage-Video wär's. Ja. Boah, alle schreiben, is this cock? Seit welchem Jahr gibt es denn jetzt meinen Kanal? Juni 2013. Ich habe August gesagt, 2013. 2013 ist richtig, erstmal beide einen Punkt. Der Monat wäre aber Mai gewesen. Okay, beide verkackt. Ja. 7 Kanäle, die ich abonniert habe. Okay, ich hab als erstes Rafa. Same. Okay. Love that. Du? Mich. Ja, ja, dich hab ich auch. Ja. Naomi. John hab ich noch. Oh, true. Korrekt. Ich hab noch Mick. Korrekt. War ich nicht. Ich hab James. Korrekt. War ich nicht. Ich hab Jody. Achso, du. Hallo, ich war auch mal. Jolina. Mhm. Ich hab Tadel. Ich hab auch Tadel. Ja. Ich hab, okay, wo du auch oft. Ja, hab ich natürlich. Ich hab Marvin noch. Ja. Dann war es das mit meinem. Sehr gut. Ich hab noch Kids von damals, die wir gerade relaunchen. Ja, stimmt. Kids von damals ist nämlich unser Ensemble-Kanal, wo Kostas, ich, Horrorkissen, Weilam und Tommy zusammen Disney, Nostalgie, Cartoon, Content machen. Der geht jetzt wieder in den Start, also checkt aus. Hast du wieder einen Punkt mehr? Kann das sein? Nee, wir haben Leute. Gleich. Ach so, doch, in der gesamten, nee, dann haben wir gleich, oder? Schule, entweder oder Fun. Entweder oder. Ja, entweder oder. Okay, bisschen cool. Locker flockig. Darauf freue ich mich. Also, jetzt geht's wirklich darum, wie gut die beiden mich einschätzen können. Wenn ich mich entscheiden müsste, was würde ich wählen? Ein Video von Rafa oder ein Video von Naomi John? Wenn eins online geht, welches würde ich auf jeden Fall angucken? Von wem gucke ich mehr Videos? Wenn ich mich zwischen einem Käsebrot und einem Wurstbrot entscheiden müsste, was genauso schmeckt wie das Original, welches würde ich nehmen? Wenn ich sterben müsste, okay, Drama. Würde ich lieber erfrieren oder lieber verbrennen? Was für eine weirde Frage. Das ist ganz, ganz komisch. Wenn ich in einem Fantasy-Roleplay-Game wäre und einen Beruf auswählen müsste, welchen Beruf würde ich nehmen? Wir haben darüber noch nie gesprochen. Ja, es geht ja auch darum, mich einzuschätzen. Würde ich eher ein Krieger sein, ein Magier, ein Bogenschütze oder ein Heiler? Ich spiele nicht mal solche Spiele. Ich will nur kurz anmerken, dass die beiden jeden Abend zocken und sie jeden Abend auf der Couch stehen und darüber reden können. Stehe ich mehr auf Cock oder Ass? Ist das wirklich jetzt? Mhm. Okay. War mein erstes Smartphone ein Android oder ein Apple? Danke. Okay, jetzt kommt die Auflösung für entweder oder. Die erste Frage war Rafa oder Naomi John. Was habt ihr gesagt? Ich hatte erst Rafa geschrieben, weil ich da gar keinen Überblick habe, was du davon guckst und was nicht, weil ich da nie dabei bin. Aber wir gucken jedes Naomi-Video, von daher gibst du da keins. Ja, same. That is correct. Ding, 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 ding.
würde ich mich für ein Wurst- oder ein Käsebrötchen entscheiden. Erdbeerkäse. Käsebro. Ich habe wirklich Käsebro geschrieben. Aus der Sicht. Ich habe Erdbeerkäse geschrieben. Ja, es ist wirklich so. Also falls da draußen jemand ist, der veganen Käse geil macht, machen kann, do it. So, Nico, wann hat er dir erzählt, ob er gern verbrennen du oder sagst, erfrieren jeden möchte? Tag noch mir Sport, auch, jeden auch, Tag. Heute würde ich gerne mal erfrieren. Es geht darum, ob ihr mich einschätzen könnt. Das sind ja auch keine richtig oder falsch Fragen, sondern das, wo... Also ich glaube, dass du lieber erfrieren würdest, weil ja, ich glaube, verbrennen ist scheiße. Genau. Weil verbrennen ist so, du merkst, wie deine ganze Haut, das ist halt viel schwerer. Weil dann stehst du auch ein. Dann ist Gott super Tag. Also dann merkst du mit deiner Haut so. Es so, ist richtig, aber ich hätte auch... gemacht davor. Wie hätte man daraus auch was Fröhliches machen sollen? So eine also welchen Job in einem Roleplay-Game würde ich übernehmen? Hätte ich auch gesagt. Richtig. Ich hätte Magier schon geschrieben, bevor du Antwortmöglichkeiten gegeben hast. Guck mal. Du hast dieses ganze Drama von gar nicht gebraucht. Von mir aus, ja. Ich dachte mir so, okay, das ist einfach das Coolste mit Abstand. So, Punkt. Heiler. Also, nichts gegen Heiler, die sind wichtig, aber Magier ist schon auch. Heiler sind immer so die Nebenfiguren, die halt immer. Eben! Die sich überwundet und dann. Du bist ja der Hauptperson, so. Also im Spiel mal nicht. Cock oder Ass? Cock. Du bist denn auf this Boom. Und hatte ich zuerst ein Apple oder ein Android? Mit Android. Ich habe Apple gesagt, weil du das runtergehandelt bekommen hast von Kai, aber ich wusste nicht, ob du vorher ein Smartphone gehabt hattest. Also richtig ist Apple. Ich habe nämlich von meinem Konfirmationsgeld damals das iPhone 3GS gekauft. Das war das, was du sogar, also was ihr noch hattet, wir zusammengekommen sind. Schule oder Fun-Fragen? Bitte Fun, nicht Schule. Fun. Was ist aktuell mein liebstes alkoholisches Getränk? Das wisst ihr ja wohl, sonst peinlich. Ich weiß noch nicht, wie man es schreibt. Was ist mein Lieblingsbuch? Hörbuch oder Buch? Geschichte? Beides, ja. Okay. Was bestelle ich immer als Getränk und Vorspeise bei Old Town Hanoi? Wie heißt das denn? Ich beschreibe das ja, so. Ja, das ist okay. Hallo, hier ist du. Okay. Weiter. Savage. Dann kommt jetzt die Auflösung. Das war's schon? Ja, ich habe auch ein paar kürzer gemacht. Was ist mein Lieblingsalkoholisches Getränk? Oh, Uso. Uso. Wie hast du es geschrieben? UZO. Ich hab's O-U-Z-O. Das korrekt. Ist richtig. Oh! Aber dann fehlt ja auch nur ein Buchstabe. Ja, der aber ist entscheidend in Deutsch. Was ist mein Lieblingsbuch? Naja, wenn es nicht Him ist, dann schlag ich dich. Oh, fuck. Ich hab Panem geschrieben. Es ist Him. Panem? Panem. Ich hab Panem auch gelesen und ich liebe Panem, ja. Aber... Also so oft, wie du bei Him redest. Ja. Also du hast Him nie gelesen. Du hast halt nur als Hörbuch. Aber er hat ja gefragt. Ah. Was bestelle ich denn immer, wenn ich bei Old Town Hanoi bin? Coke Zero. Mhm. Ist Collector. Ja, Cola Light. Ist ja, Cola Light habe ich auch geschrieben. Slash. Kokosduppe, diese eine Suppe. Ja. Und Sommerrollen. Ja. Ja, sehr gut. Ich bin voll stolz auf euch. Das finde ich gut. Da, hey, ich habe einfach mehr als das. Das stimmt. Das weißt du. Das weiß sogar die Bedienung. Die Bedienung. Das stimmt. Ich habe. Geili. Das letzte ein Punkt, ja, ne? Diese Runde geht an Nico Leido. Nico Leido. Jetzt kommt die letzte Runde. Schule! Welchen Abi-Durchschnitt hatte ich? Plus, minus 0,2. Welche Note hatte ich in meinem Physio-Examen? Und ich gebe euch da einen Tipp. Es ist nämlich so, es gibt nur Dreiersprünge. Also du hast entweder 1, 1,3, 1,7. In welchen Fächern hatte ich Abiturprüfungen? Es waren 5, aber es reicht mir, wenn ihr 3 aufschreibt. Okay, und jetzt die letzte Frage. Was mochte ich mehr? Deutsch oder Philosophie? Alter, heute habe ich ja die Handschrift des Jahres rausgehauen. Hast du? Hier. Ja, okay. Boah, ich habe gar nichts sicher. Ich habe auch nur 2. Nein, ich habe gar keine Sicherheit. Ja, das kann wirklich noch alles umdrehen. Alright, dann würde ich sagen, holen wir jetzt mal den Umschlag. Das gefällt dir richtig gut. Das gefällt mir mega gut, Mann. Ich habe richtig Spaß. Ich fühle es. Ich sollte so Game Master werden und einfach so Game Master. Das bin ich schon. Game Master, das nächste. Also, was war mein Abi-Durchschnitt? Das ist 2,9. Ich glaube 1,4. So klug schätze ich. Ich hatte erst 2,1 stehen, man sieht sogar noch. Ich hab's, aber. Das wäre richtig. Also es hätte noch gegolten. Woo! 2,0 ist nämlich. Was war meine Note in der Physiotherapie? Ich habe 1,0, aber es ist bestimmt 1,3. 1,3, weil da kann ich zu beiden switchen. Ja, tatsächlich hast du dann recht, weil es war 1,6. Also 1,67 ist das ja. Auf jeden Fall geht der Punkt an dich. Geil. In welchen Fächern habe ich Abiturprüfung abgelegt? Ich war richtig lazy. Ich habe einfach unsere 3 Pflichtfächer aufgeschrieben, die man machen musste. Also Deutsch, Englisch, Mathe. Ich habe Englisch, Französisch, Deutsch. Englisch stimmt, nein, Deutsch stimmt und Französisch stimmt. Mathe hatte ich nicht. Das durfte ich abwählen. Das wusste ich nicht, dass du Mathe nicht gemacht hast. Das wusste ich. Ich hatte auch irgendwo im Kopf, aber mir ist auch nichts anderes eingefallen, da stimmt Französisch, was du ja... Oh, Gott sei Dank. Und jetzt, Deutsch oder Philo, was mochte ich mehr? Deutsch. Das stimmt! Und wenn man noch Kontakt zu seiner Lehrerin hat, jetzt nach all den Jahren, dann mag man wohl Deutsch ganz besonders. Okay, das heißt, wie viele Punkte habt ihr? Quattro. Ein Punkt? Hä, krass, Nico, in der Kategorie, von der du am meisten Angst hattest. Also ein für Mick und... 4 für mich. Nico!
Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ein Preis auspacken. Jetzt kommt der Preis. Auspacken jetzt schon. Ich hoffe, du magst die. Nein, ich bin so neidisch. Ihr könnt den auch teilen, wie solidarisch. Wir können auch den solidarischen Video. Das wäre ein bisschen komisch. Nein, es war ein Kampf. Das stimmt. Oh, dein Ernst? Mach auf. Glückwunsch. Ich nehme das ganz ernst. Was? Cool, oder? Zeig! Ein 100 Euro Amazon-Gutschein! Gib mal dir sehr viel Geld! Nico! Ja, ist doch cool! Ja, gerne! Danke, dass du das Spiel gewonnen hast! Lol! Letzte, finde ich, die letzte Kategorie muss man auch nicht so zählen eigentlich. Ja, dann vielen Dank, dass ihr beide dabei wart. Schaut sehr auch gerne. Ich finde, wir sollten das wieder mal machen, bis du so arm bist. Denkt ihr neue Fragen? Wir können gerne mal nochmal drehen, die Runde, das wäre schön. Guck mal, wie sie jetzt drauf sind. Guck mal, wie sie jetzt drauf sind. Ich muss Miete bezahlen. Belohnung. Ja, schaut auf jeden Fall auch bei Nico vorbei. Da gibt's regelmäßig, momentan einmal, aber sonst mindestens zweimal die Woche Videos. Und bei mir gibt's auch tolle Videos, nämlich Musical-Videos. Und da guckt auf Geht's von damals vorbei, wie vorhin schon erzählt. Mir gibt's auch tolle Videos. Okay. Tschüss. Bye. Bye.